Hallo und willkommen zur 26. Folge von Kraut und Rüben und Videospiele. Ja, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt, heute geht es um Robocop. Ich möchte daher jetzt einmal den Film vorstellen und anschließend werde ich mir die Arcade-Version mal näher ansehen. Die Moderation wird heute ein bisschen knapper ausfallen, weil die Folge generell schon sehr, sehr eng wurde vom Schnitt. Und deshalb sage ich jetzt mal direkt Filmbeitrag ab. Losgetreten von Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Blade Runner und James Camerons Terminator von 1984, gehörten Science-Fiction-Filme in den 80ern zu den populärsten Filmgenres. Mitte der 80er schrieben Edward Neumeier und Michael Miner ein Drehbuch über einen Roboterpolizisten, der mit Superkräften gegen Verbrechen kämpft. Das klingt jetzt zugegeben nicht nach großem Kino. Da Orion Pictures 1984 mit Terminator aber schon einen ziemlich großen Hit hatten, kaufen sie dennoch das Drehbuch und beschlossen, dieses Filmprojekt auch zu realisieren. Einen Regisseur zu finden war schwieriger. So ziemlich niemand, der was auf sich hielt, wollte mit dem Film namens Robocop in Verbindung gebracht werden. Letztlich war es dann der holländische Filmemacher Paul Verhoeven, der sich trotz einiger Skepsis dann den Film annahm und seine erste große Hollywood-Produktion drehte. Ja, Robocop sollte dann auch einer seiner erfolgreichsten Filme werden. Robocop spielt in einer nicht allzu fernen Zukunft ab, wenigstens vom Standpunkt der 80er Jahre aus gesehen, nämlich 2015. OCP, ein gigantischer Konzern, dem praktisch ganz Detroit gehört, plant eine komplette Neustrukturierung der Stadt Delta City. Das alte Detroit hat ein Geschwür. Dieses Geschwür heißt Verbrechen. Und es muss entfernt werden, bevor die 2 Millionen Menschen, die für uns arbeiten, neues Leben in diese Stadt hauchen. Und um diesem Geschwür Einhalt zu gebieten, kauft OCP der Stadt den Polizeiapparat ab, um auch diesen effizienter für die eigenen Zwecke gestalten zu können. Um dieses zu erreichen, ließ OCPs Nummer 2, Dick Jones, einen automatisierten Gesetzeshüter entwickeln. Ed 209. Und ja, nach einem kurzen Amoklauf beweist sich Ed 209 als noch nicht sonderlich straßentauglich. Aber als Ausweichplan hat der aufstrebende, aber nicht minder opportunistische Bob Morton eine Alternative anzubieten. Vielleicht ist Ihnen das Robocop-Programm bekannt, das ich selbst in der Sicherheitsabteilung entwickelt habe, für den Fall, dass genau so etwas eintritt. Sehr liebenswürdig, Mr. Morton. Ich bin sicher, dass wir darüber in einem Büro zu einem anderen Zeitpunkt... Dick! Ein Projekt, das auch mangels Alternativen schnell gutes Licht bekommt, sehr zum Missfallen von OCPs Nummer 2, Dick Jones. Mittlerweile wird der Polizist Alex Murphy nach Detroit City versetzt. Nicht unbedingt die besten Voraussetzungen für einen Polizisten. Abgesehen davon, dass die Privatisierung dem Polizeirevier eher schadet als nützt, sind ermordete Polizisten an der Tagesordnung. Murphys neue Partnerin ist die resolute Ann Lewis. Eine Partnerschaft, die nicht allzu lange halten wird. Das machen Sie gar nicht so übel, Murphy. Auf der Jagd nach dem Polizistenmörder Clarence Boddicker geraten Murphy und Ann Lewis in einen Hinterhalt. Lewis wird überwältigt, überlebt aber den Angriff. Murphy hingegen hat weniger Glück und wird von Boddickers Bande regelrecht in Stücke geschossen. Zwar schafft es Murphy noch rechtzeitig ins Krankenhaus zu kommen, jedoch schlagen sämtliche Wiederbelebungsversuche fehl. Nach seinem Tod geht Murphys Leiche direkt in den Besitz von OCP über und darf als Prototyp für Bob Mortons Robocop-Projekt herhalten. Kann er verstehen, was ich sage? Das ist unerheblich. Sein Gedächtnis wird sowieso noch gelöscht. Doch selbst werdet ihr mich ernst nehmen! Sagt eurem Bürgermeister Lebewohl! Und in der Tat erfüllt die Maschine den Zweck, für den sie gebaut wurde. Frei von moralischen Entscheidungen oder Erinnerungen an sein früheres Leben verlaufen die ersten Einsätze perfekt. Danke für Ihre Kooperation. Lediglich Ann Lewis, Murphys frühere Partnerin, scheint zu ahnen, wer sich unter der Rüstung verbirgt. Murphy, Sie sind es. Du bist tot. Wir haben dich getötet. Erst als Murphy einem seiner Mörder begegnet, beginnt die Erinnerung allmählich wieder wach zu werden. Wer bist du? Bekannte Komplizen? Boddicker Clarence? Mutmaßlicher Mörder von Murphy? Aber Murphys wieder wachsende Selbstbestimmung bringt nicht nur seine Mörder in Bedrängnis. Es wird Zeit, dass dieser Fehler ausradiert wird. Auch OCPs Nummer 2, Dick Jones, wird sichtlich nervös durch Robocops plötzlichen Alleingang, sodass sich Murphy plötzlich von allen Seiten beschossen sieht.
Lediglich seine ehemalige Partnerin Ann Lewis steht ihm beiseite und nimmt den Kampf zusammen mit ihm auf. Murphy, ich bin es, Lewis! Regisseur Paul Verhoeven war vor Robocop eigentlich eher im Drama- oder Thriller-Genre tätig. Trotzdem, oder vermutlich gerade deshalb, gehört Robocop bis heute noch zu den wirklich wichtigen Science-Fiction-Action-Thrillern der 80er Jahre. Verhoevens Zukunftsvision, in der ein Wirtschaftssystem bereits so pervertiert ist, dass Konzerne praktisch den ganzen Polizeiapparat aufkaufen konnten, meistert sein Spagat zwischen Action-Thriller und bissiger Satire tatsächlich mit Bravour. Dass Robocop allerdings auch hervorragend als Actionfilm funktioniert, ist dabei schon beinahe nebensächlich. Beinahe wohlgemerkt, weil Robocop tatsächlich ein hervorragender Actionfilm ist nebenbei. Ja gut, da Robocop in den 80ern auch ein ziemlicher Hit wurde, lag es natürlich auch nahe, dass es die üblichen Computerspiel- und Arcade-Umsetzungen gab. Und ja, die beste Version war meiner Ansicht nach wirklich die Spielhallen-Umsetzung, die dann später von Data East kam. Und die habe ich mir halt näher angeschaut, versucht durchzuspielen und ja, ich spiele es jetzt auch einfach direkt mal ein. Und da die meisten Spielhallentitel in der Regel dafür bekannt waren, unglaublich schwer zu sein, habe ich jetzt bei Robocop die Maximalenergie ein Stückchen hochgeschraubt. Also die konnte man damals in den Optionsmenüs eben auch anwählen. Hab aber, um das wieder auszugleichen, die Continue-Funktion ausgestellt. Also sprich, ich habe nur diesen einen Energiebarren und wenn der leer ist, ist Game Over. Ich habe keine zweite Chance, gar nichts, es ist komplett beendet und ich muss wieder am ersten Level beginnen. Und ja, so bleibt das noch relativ spannend, auch wenn ich das einen Tacken leichter gemacht habe. Ja gut, hier wird jetzt einmal ganz kurz die Entstehungsgeschichte von Robocop wiedergegeben, aber da ihr mein Review gerade gesehen habt, gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein, sondern leg direkt los. Ja gut, am Anfang kann ich jetzt eben auch nur boxen. Ja. Aber sobald die Gegner beginnen, ihre Waffen zu ziehen, kann ich mich auch mit Fernkampfwaffen verteidigen. Das seht ihr jetzt gleich. Zack. So. So. Oh. Jetzt kommt S209. Übrigens, wer sich wundert, warum ich jetzt gerade meinen Fünfer-Schuss verballert habe. Ihr habt ja gerade gesehen, mit der Standardwumme habe ich eine weitaus höhere Feuerrate. Und ja, für S209, also generell bei den meisten Bossen, ist eine höhere Feuerrate eigentlich sinnvoller als so ein Streuschuss. Das ist jetzt der Grund, warum ich diesen Fünfer-Schuss, Dreier-Schuss gerade verheizt habe. Hier seht ihr jetzt gerade eine Geiselnahme. Und immer wenn ich eine Geisel befreie, bekomme ich ein bisschen Lebensenergie dazu. Das ist nicht wirklich viel. Aber da maximal Energie in dem Spiel generell sehr selten verteilt ist, ist man halt über alles froh, was man kriegen kann. Boah, ja, die mit den Kettensägen, die Freaks, die hasse ich. Die sind nämlich, ich meine, ihr habt ja gerade gesehen, die schlucken einige Treffer und die ziehen mir auch richtig viel Energie ab, wenn die mich treffen. Deshalb habe ich da immer so ein bisschen Angst vor. Schön finde ich aber, dass die Atmosphäre des Films unheimlich schön rüberkommt. Also ihr seht gerade schon diese völlig verschmuddelte Hinterhof-Atmosphäre. Kommt hier richtig schön rüber. Und auch durch die Sprachsamples und teilweise dem Original-Soundtrack des Films kommt hier also wirklich eine unheimlich schöne Stimmung auf. Also es ist eigentlich eine sehr, sehr gute Umsetzung von einem Film. Also ich halte Robocop für einer der wenigen guten Filmversoftungen. Also das Spiel macht wirklich Spaß, die Atmosphäre des Films ist gut getroffen. Also doch, also wirklich ein schönes Spiel.
eben aber auch bockschwer. Ah, ich hasse die mit dem Motorsägen, die ziehen mir so viel Energie ab, wenn die mich treffen. Puh, geschafft. Thank you for your cooperation. Ja, auch dieses Thanks for your cooperation, also so ein typischer Robocop-Spruch, also wunderschön. Also da freut sich der Robocop-Fan. Ich habe den Film ungefähr 100, 200 Mal gesehen, ich liebe den Teil, ich liebe das Teil. Okay, der Schießstand. Je nachdem, wie viel ich hier treffe, davon ist abhängig, wie viel Energie ich dazu bekomme für den nächsten Level. Sollte ich es schaffen, wirklich 100% zu erreichen, wird meine Maximalenergie erhöht. Wodurch ich natürlich eine weitaus bessere Chance habe, das Spiel zu schaffen. Das schaffe ich aber ehrlich gesagt relativ selten. Aber es ist begrüßenswert, wenn man es schafft, weil dadurch habe ich weitaus bessere Chancen durchzukommen. Sieht gut aus, sieht gut aus. Ja gut, aber kein durchgelassen. 100%, das heißt, meine Maximalenergie erhöht sich jetzt und ich habe eine weitaus bessere Chance, das Spiel zu schaffen. Jetzt sind wir am dritten Level. Achso, Robocop hat übrigens insgesamt 7 Levels. Die dritte ist jetzt glücklicherweise einen Tacken leichter. Und dafür geht es danach wieder richtig ab. So. Bei den Schrottpressen hier muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ups. Die können mich nämlich, wenn sie mich richtig treffen, direkt auf Anhieb killen. Boah, war das knapp. Die Stahlträger ziehen nämlich auch viel Energie ab. Und da ich ja, wie ich bereits gesagt habe, Mist. Die Continue-Funktion ausgeschaltet habe. Mann. Boah, das halte ich mir aber gerade echt schlecht. Ja, nochmal zurück. Achso, was ich gerade eingesammelt habe, erhöht auch meine Maximalenergie. Zwar nicht so viel, aber man nimmt, was man kriegt. You are under arrest. Das soll übrigens Clarence Boddicker darstellen. Ja, wenn man den Film nicht kennt, ich meine, ich habe die Filme ja mittlerweile schon etliche Male gesehen, ist diese Zwischensequenz etwas verwirrend. Die Drogenfabrik, die ist relativ schwer. Ich meine, gut. Ach, Mist! Ja, wie ich bereits sagte, diese kettensägenden Leute da finde ich wirklich schwer. So, ups, wow, knapp. So, ich will einen Dreierschuss da haben. Hier muss ich mich beeilen, sonst erwischt mich der Stahlträger. Boah, der zieht nämlich auch super viel Energie ab. Wie ich jetzt gerade eindrucksvoll bewiesen habe. Das ist nicht gut. Ui, Glück gehabt. Wobei, selbst wenn mich das Ding erwischt, ist auch nicht so schlimm. Man kommt da relativ leicht wieder raus. Boah. So, jetzt kann ich sie mitnehmen.
Ich will nämlich Munition sparen mit der Wumme. Die brauche ich nämlich wieder beim Endgegner. Oh, wobei nach momentan Stand sieht es nicht aus, als ob ich überhaupt da ankomme. Oh, hier muss ich jetzt rütteln und auf die Knöpfe hämmern. Oh, oh, meine Energie ist gleich zu Ende. Ja, ich habe noch ein Quäntchen. Ich glaube, der Robocop-Beitrag ist gleich zu Ende. Da muss ich jetzt aufpassen, da kommt er wieder. Oh, ihr Glück gehabt. So. Okay, noch geschafft. Endgegner. Zack. Der ist normalerweise sogar richtig schwer. Aber mit der Wumme braucht man den nur zweimal treffen. Na, dreimal treffen. Und hat gewonnen. Also mit der normalen Standardwaffe ist der richtig schwer, weil... Ja, ihr habt ja gerade gesehen, der Kugel auszuweichen ist recht knifflig. Gerade im Nahkampf. Und ja, mit der Energie, die ich jetzt gerade noch habe, hätte ich mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht mehr geschafft. Also jetzt mit der normalen Waffe oder mit einer anderen Waffe als dieser dicken Wumme. Okay, gleiche Prinzip wie gerade. Versuchen 100% zu bekommen, um die Maximalenergie zu erhöhen. So. Noch 18 Sekunden, 17, boah. Boah, na, noch Glück gehabt. Das. Mist. Boah. Ja, geschafft. Boah, es war knapp. Das war richtig knapp. Ja, maximale Energie ist hoch. Ich habe jetzt einen richtig langen Energiebalken. Ja, den brauche ich auch, weil die letzten drei Levels jetzt... Ja, wobei Level 6 ist noch simpel. Aber jetzt der fünfte Level, der ist recht hart. Und der siebte Level gibt richtig Gas. Also da wird es dann richtig böse. Wo ist er? Das ist Clones Vodka. Also, ich will nämlich die Knarre haben. So. Die Teile aus dem Boden ziehen auch richtig viel Energie ab. Und die kann ich auch nur mit dem... Ach Mist, Flammenwerfer hier platt kriegen. Also man kann Robocop generell halbwegs gut schaffen, wenn man die Levels alle auswendig kennt. Die Gegnerformationen sind immer dieselben, aber selbst dann ist das Spiel wirklich hart. Und Endgegner. Da muss ich auch vorsichtig sein, der kann richtig viel Energie abziehen mit den dicken Dingern. Der ist aber relativ leicht. Wenn man das Timing einmal so ein bisschen raus hat. Jawohl, geschafft. Thank you for your cooperation. So.
Die Level, die jetzt kommt, die ist glücklicherweise relativ einfach. Ein bisschen blöd. Die Lichter sogar richtig blöd. Weg. Oh, Glück gehabt. Die Laserbarrieren da oben, die ziehen mir auch richtig viel Energie ab. Deshalb versuche ich die auch recht schnell wegzuballern. Oh, wir haben ja ganz vergessen da oben. Alle weg. Ja. So, und weiter. Also wie gesagt, der Level, der ist jetzt glücklicherweise sehr einfach. Da kriege ich auch gleich einmal maximale Lebensenergie. Das Einzige, was hier ein bisschen kniffliger ist, ist der Levelboss. Also nicht, weil es ein Levelboss ist, sondern weil es zwei sind, die gleichzeitig kommen und mich in die, also mehr oder weniger in die Zange nehmen. Aber das seht ihr ja gleich. Also ich habe eigentlich gute Chancen durchzukommen, aber der letzte Level, der ist doch mal richtig böse hart. Und deshalb will ich da jetzt auch nicht im Vorfeld nicht schon zu viel versprechen. Ach Mist. Mal das abschießen hier. So, maximale Energie. Wunderbar. Besser kann es momentan nicht laufen. Und auf zum Endgegner. Also zu den Endgegnern. Mit ein bisschen... Wenn man hier steht, ist man relativ sicher. Aber es ist trotzdem ziemlich schwer, weil ich jetzt gleich ziemlich eingekeilt werde. Also R209, der hinter mir ist, den ignoriere ich jetzt erstmal, weil er vorne ein Tag gefährlicher ist. Also R209 ist momentan erstaunlich friedlich, sonst... Ja, ich hätte es nicht sagen sollen. So. Komm, Ed. Ja, ich hab ihn gleich. Er schreit schon. So, letzte Level. Thank you for your cooperation. So, ich meine, ich habe gute Chancen. Ich will trotzdem nicht versprechen, durchzukommen, weil die letzte Level, die gibt jetzt echt alles. Die ist richtig fies. Weil man hört schon an der Musik, es klingt bereits nach Showdown. Kanone jetzt erstmal ignorieren. Die Laserbarrieren sind nämlich momentan echt gefährlicher. Go,
Okay, ich stehe verkehrt. Ich werde jetzt echt weniger reden. Ich bin nämlich jetzt doch sehr angespannt. Ja, Mist. Da oben kriege ich neue Lebensenergie. Ach komm, egal. Wodurch? Nicht aufhalten, durch. Komm, den kann ich nicht treffen von hier. Ja, der Level ist anstrengend. Ja, der Staffel noch. Mist! Komm, Energie, zack. So. Sieht gleich viel besser aus. Weiter. Ich habe gute Chance momentan, aber ich bin trotzdem etwas nervös. Ich aus dem Winkel nicht. Boah. Komm, ich will das Ding hier haben. Zack. 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 Na gut, ich hatte eh voll. Okay, da oben ist auch schon so praktisch die letzte Hürde vom Boss. Der uns auch böse ist. So. Die hab ich ja ganz vergessen. Die habe ich vor... Geh kaputt. Zack. Gute Chancen. Volle Energie und der Boss. Ernsthaft, das habe ich noch nie geschafft, mit voller Energie hier anzukommen. Unterschätzt den nicht. Ihr seht schon, der gibt hier gerade alles, der zieht noch richtig gut ab. Oh, was? Geschafft? Okay. Ja, hier ist noch eine Geiselnahme. Zack. Okay, ja, ich bin durch. Murphy. Und ja, damit endet auch die heutige Folge von Kraut und Rüben Videospielen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Und auch da geht's weiter mit Filmen und Videospielen, die auf Filmen basieren. Und ich sag mal, tschüss, bis zum nächsten Mal.